Also, ich will erst mal ein paar Geschichten erzählen, weil ja heißt, ich hätte ja gar keine Ahnung und so. Also, ja, war nicht behauptet, dass ich ein Großmeister bin, aber die Technik, die ich gelernt habe, in der Notfall immer geholfen. Und das ist, was wichtig ist. Das, was ich kann, das kann ich meisterlich. Und ich habe auch ein paar Sparlingkämpfe gehabt. Also mit einem Arbeitskollege, der MMA möchte und sehr gut in seinem Ding ist. Und mit einem anderen Arbeitskollege, der Kickboxer möchte. Ja. Und es waren immer Soft-Sparlingkämpfe, und wo es eigentlich nur um Technik geht. Aber im Endeffekt bin ich mit meiner Technik immer durchgekommen. Und die Kollegen respektieren mich dafür. Ob jetzt der jetzt gerade im MMA möchte, der sagt immer, boah, hast du Reaktionen. Weil man wegen Jung die Reaktion lernt. Ja. Man lernt schon an die Schulter, war von starker kommen, man sieht schon an der Haltung, kann Kick kommen. Und vor der überhaupt weiß, wo er kicken will, weißt du wegen Jung, was er überhaupt möchte, vor der überhaupt weiß, was er machen will. Ja. Sozusagen, weil es gibt ja Reaktionsfähigkeit, da habe ich oft genug gesagt, du siehst ein Glas vom Tisch fallen und dann siehst du fallen und bis das oben ankommt, dann reagierst du und erst später ist das Glas am Boden. Und Wing Chun möchtest du eine Abkürzung, dass du lernst, impulsartig zu reagieren. Ja? Und also deswegen habe ich auch gegen den MMA-Kämpfer gut einmal ausgesehen. Und an der Tankstelle ist ja ein bisschen Ghetto-Gegend. Da hat der Kickboxer gedacht, der könnte jetzt mit mir ein bisschen Sparring machen. Und da bin ich halt auch da gekickt. Und dann habe ich den Kick gleich abgelockt. Und mich eingehockt und mit dem Kellerfuß stößt. Nein, damit hat er gar nicht gerechnet, dass ich den eingegangen bin. Ich sage, boah, bist ja gut, du gehst ja gleich in den Gegner rein. Das ist wichtig. Gleich jede Lücke ausnutzen, gleich rein. Ja, im Wettkampf hat man noch mehr Chance, aber auf der Straße hat man noch eine Chance. Weil wenn die mal so einen Fuß trifft, dann kann es auch sein. Ja, gut, wir haben soft Sparring gemacht. Und dann haben wir das ein paar Mal gemacht. Da hat auch ein Ding, der Zweiter kennt sich einmischen, dann habe ich gleich mal zu 100. Ja, dann auch keine Chance gehabt. Haben wir gleich wieder mit dem ersten befasst, der zweite hat schon die Schnauze voll gehabt, weil ihn da erwischt haben etwas. Und nun, gut, der dritte hat mich halt von hinten geschuckt. Der hat sich schon nicht traut, hat sich mich noch geschuckt. Im Ernstfall hätte dann der dritte bei mir böse ausgegangen können. Und aber auch im Fitnessstudio, der MMA-Kämpfer schaut sehr gut. Manchmal hat der Punkte gemacht, dann ich wieder gewonnen. Und dann hat mich einfach überrascht, dann habe ich reagiert schnell mit dem Jungsach. Aber da hat mich einfach überrascht, dann habe ich gesagt, komm, mach noch ein zweites Mal. Und ist aber nicht mehr durchgekommen mit meiner Technik. Ja. Und dann hat er gedacht, er müsste fies war und müsste man echt einen Schritt haben. Und dann ist deswegen gibt es halt die Wing Chun Technik, dass man so möchte und der Gegner einklemmt. Und dann bin ich mit keinem Vorstößen in den Nein. Ja. Hat ihn zwar so weit vom Gesicht weg, aber es hat ihn dann schon beeindruckt. Sind die Aufnahmen gut oder waren es noch? So gut, ja? Einwandfrei. Ab beim Offen auch. Nein, ist okay, lass laufen. Ah. Wir sind ja live, wir sind ja real und authentisch. Was ein anderer Kanal auch bezweifelt, wenn sie Kampfkunst live schaut. Also, okay. Mario, hörst du mal? Was machen wir? Ja, die Geschichte erzählt mit dem Tiefschlag, den kannst du ja nachholen. Okay. Ja, und wenn ich so viel Kette vorstöße, nein. Ja. Kannst du nochmal machen. Ja, und deswegen steht man auch eng. Ja. Wenn du zum Beispiel im Bauhof musst du immer, oder an der Bushaltestelle musst du immer mit einem Angriff gefasst sein. Und dann kannst du auch mal, wenn du nicht so weit stehst, auch klettern und reagieren. Das ist eine ganz normale Haltung. Macht man, ja, und bitte nein. Ja. Gut, der war schon ein bisschen weiter drin, machen wir. So war der Trainer, war ja ein bisschen näher am Gegner. Ja. Und da ist halt so, der war überrascht und ich bin gleich in den Nein gegangen. Weil auch, und, aber wenn, selbst wenn er blockt, machen wir. Block irgendwie, kann ich ja immer was anderes machen. Aber sieht der Mario ist richtig gut. So, das war's.